Hallo Leute, hier ist wieder euer Marco von e-bike-tester24.de und ich bin heute unterwegs mit dem OneSport OT16. Ja, wie ihr uns schwer erkennen könnt, ist das wieder so eine Mischung aus Falt-E-Bike, ja, und ich würde mal sagen Fatbike Light. Ich zeige euch das einmal direkt mal. Also es sind hier keine kompletten 4 Zoll breiten Reifen verbaut, sondern diesmal nur 3 Zoll. Deswegen sage ich mal Fatbike Light. Das ist so ein Zwitter aus, ja, normalen Klapp-E-Bike und richtigen Fatbike, sage ich mal. Ja, das Ganze wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Geek Maxi. Für ein Review habe ich dieses E-Bike hier einmal bekommen. Und ja, ihr seht mal, ich bin jetzt hier wieder, ja, so in so einer schönen Waldlandschaft hier unterwegs. Ich sage euch auch ganz ehrlich, ich bin jetzt eben gerade, das ist meine erste Fahrt jetzt. Ich bin jetzt gerade erst so die ersten 4-5 Kilometer damit gefahren. Aber ich habe mir gedacht, in Anbetracht des Wetters werde ich einfach das Vorstellungsvideo jetzt schon einmal aufnehmen, bevor das ganze E-Bike gleich komplett eingesaut ist und ihr gar nichts mehr erkennen könnt für lauter Schlamm. Ja, meinen Fahrtest werde ich natürlich dann direkt hinten an das Video mit anfügen. Den nehme ich dann die Tage irgendwann mal auf. Muss ich mal schauen, wenn das Wetter das ein bisschen hergibt, dass ich da ganz gut für euch filmen kann. Aber ich denke mal, die Komponenten können wir uns jetzt schon mal anschauen. Und ja, dafür starten wir wieder oben an den Display einfach, so wie immer. Ich führe euch hier einfach mal so durch dieses E-Bike hier durch. Eins vorweg, dieses E-Bike ist ja auch in Deutschland leider offiziell wieder nicht zugelassen. Wir haben hier hinten, sitzt der Motor, den Hinterradnabenantrieb haben wir hier. Der bietet eine Leistung von 350 Watt. Ja, leider 100 Watt zu viel, daher offiziell nicht zugelassen. Ansonsten so von den Spezifikationen, das fährt auch nur 25 km/h, das passt soweit alles. Aber ja, wie gesagt, damit ihr es auf jeden Fall schon mal wisst, sage ich das schon mal vorweg. Ja, hier haben wir das Display. Ich versuche das mal so ein bisschen hier hinzuneigen, damit wir hier einigermaßen was drauf erkennen können. Das hat 3 Tasten. Das ist das S866 Display. Ich werde dazu auch noch mal ein Video machen, wo ich die ganzen, ja, die ganzen Geheimfunktionen sozusagen einmal vorstelle, weil da gibt es 20 Menüpunkte noch einmal. Ist jetzt für dieses Video hier ein bisschen zu lang, aber wartet mal, dann mache ich da auch noch mal ein kleines Video zu, wie man hier so ein bisschen noch was einstellen kann. Ja, ich neige das mal hier so ein bisschen wieder. Ja, so müsste ich eigentlich was erkennen können. Also das Display hat 3 Tasten. Die Plus-Taste, die Power-Taste und die Minus-Taste. Damit wird das komplette E-Bike bedient. Vorweg, falls ihr euch fragt, wie man das E-Bike anmacht, weil hier gibt es nämlich ein richtiges, ja, Zündschloss. Ihr braucht diesen Schlüssel, müsst ihr immer drin haben. Ähnlich wie man es auch von vielen Engwe-E-Bikes kommt. Das hat mehrere Stellungen. Wenn wir jetzt den Schlüssel hier reintun, so, dann können wir hier einmal auf On drehen und Off. Und das sind die Stellungen. Ich habe es jetzt mal auf On gedreht. Wenn wir es auf On gedreht haben, dann können wir einfach hier die Power-Taste ein paar Sekunden gedrückt halten. Ich denke mal so 3 Sekunden. Dann startet das ganze Display hier. Ihr könnt sehen, Odo 4 Kilometer. Das ist wirklich meine erste Ausfahrt gerade. Ich habe das E-Bike jetzt auch nicht aufgeladen. Das werde ich natürlich für meinen Langstreckentester noch einmal für euch machen. Ja, hier oben seht ihr das Assist-Level. Hier seht ihr die Fahrgeschwindigkeit. Hier unten seht ihr dann den Akkustand. Und es gibt insgesamt 3 Fahrstufen. Also Fahrstufe 0 natürlich, ist ja ganz klar. Dann die Fahrstufe 1, die Fahrstufe 2 und die Fahrstufe 3. Das Ganze ist mit einer Geschwindigkeitsregelung hier wieder ausgestattet oder mit Geschwindigkeitsstufen. Auf der Fahrstufe 1 beschleunigt das E-Bike bis auf 15 km/h. Auf Fahrstufe 2 bis auf 20. Und auf Fahrstufe 3 dann bis 25 km/h. Und zwar egal, wie schnell oder doll ihr in die Pedale tretet, sobald ihr sie bewegt, beschleunigt das E-Bike dann selbstständig auf die jeweilige Geschwindigkeit dann hoch. Dann gehen wir mal hier unten durch dieses Menü. Da scrollen wir hier mit der Power-Taste durch, einmal angetippt. Dann sehen wir hier den Trip-Kilometer-Zähler. Dann sehen wir hier den, ja, die Spannung des Akkus sozusagen. Also was heißt sozusagen, wir sehen die Spannung des Akkus, aktuell sind hier noch 49,4 Volt drauf. Ja, wir haben ja ein 48 Volt System verbaut, also ja, schon sehr ordentlich, aber zum Akku sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Wenn wir nochmal drauf drücken, sehen wir die aktuelle Fahrzeit, also die Trip-Fahrzeit auch wieder.
wenn wir nochmal drauf drücken, dann sind wir hier wieder bei dem Odo angekommen. Und ja, das sind so die Grundfunktionen. In das Geheimmenü kommt ihr mit Plus und Minus gleichzeitig gedrückt halten. Aber das zeige ich euch dann in einem weiteren Video. Gut, da haben wir uns das Display hier oben schon mal angeguckt. Dann schauen wir uns mal den Akku an. Der Akku sitzt hier hinten, hinter dem Sitzrohr. Es ist ein 48 Volt Akku. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, mit 15 Ampere-Stunden Kapazität. Das sind 700 Wattstunden, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe. 720 Wattstunden sogar. Laut Hersteller soll man damit 70 bis 90 Kilometer erreichen können. Ja, 90 sehe ich wieder ein bisschen kritisch. Ich denke realistisch, es sind ja keine richtigen Fettreifen, es sind ja einigermaßen leicht rollbare Reifen, sage ich mal. Das E-Bike wiegt jetzt auch nicht so viel. Ich denke mal, realistisch werden wir wahrscheinlich wirklich bei 60 bis 70 Kilometer im norddeutschen Flachland auf jeden Fall ankommen. Aber das schauen wir uns dann gemeinsam mal im Fahrtest noch einmal an. Ich werde euch das auf jeden Fall später berichten, wie weit ich damit tatsächlich gekommen bin. Hier hinten haben wir den Hinterradnabenantrieb. Ja, das ist ein absoluter China-Motor wieder. Also gibt es auch gar keine Informationen zu, was das für ein Hersteller ist oder ja, wie viel Drehmoment er bietet. Das Einzige, was ich weiß, dass er 350 Watt Leistung hat. Auf den ersten paar Metern muss ich auch sagen, dass der sich eigentlich auch wirklich sehr kräftig anfühlt. Wir werden das E-Bike auf jeden Fall auch nochmal hier einen steilen Berg hochfahren. Lass uns das mal anschauen, wie das E-Bike das so meistert. Aber ich denke, das ist ordentlich dimensioniert. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also der ist nicht schwach oder so. Das Einzige, was natürlich ist, ist halt ein China-Antrieb. Wenn da was kaputt ist, ja, reparieren ist nicht. Das ist ja hier auch so ein komplettes Laufrad hier, also ein Einteiler sozusagen. Also wenn hier was kaputt ist, braucht man wahrscheinlich ein komplett neues Laufrad. Gut, die ersten paar Jahre ist das ja über die Garantie einigermaßen abgedeckt. Ja, und darüber hinaus muss man halt mal schauen. Beleuchtung als solches ist auch komplett dabei. Wir haben hinten haben wir ja den Rückstrahler mit dem Rücklicht. Wir haben die Speichenreflektoren. Wir haben natürlich auch die Pedalreflektoren. Beleuchtung vorne ist auch mit dabei. Wir haben Reflektor. Hier vorne ist auch nochmal ein Speichenreflektor. Das ist alles mit dabei. Und wie man die Beleuchtung anschaltet, zeige ich euch auch direkt einmal. Dafür gehen wir noch einmal hier oben hin. Und eingeschaltet wird die Beleuchtung, indem wir die Plus-Taste ja gute 2 Sekunden gedrückt halten. Dann kommt hier oben auch nochmal so eine Informationsanzeige. Aha, das Licht ist an. Schauen wir uns doch auch einmal kurz an. Ja, also ich habe es jetzt selber auch im Dunkeln noch nicht ausprobiert. Dafür werde ich auf jeden Fall noch einmal mich heute Abend rausbegeben. Fotos davon werdet ihr auf jeden Fall auf meinem Blog dann sehen, falls euch die Ausleuchtung einmal interessiert. Gucken wir uns das Ganze noch einmal hinten an. Also ich würde sagen, es ist absolut ausreichend, um im Straßenverkehr jetzt gesehen zu werden. Ja, wie die Ausleuchtung für einen selber ist, das finde ich für euch dann auf jeden Fall noch einmal heraus. Guckt dann gerne auf meinem Blog nach. Der wird jetzt auch schon online sein, wenn ihr das Video dann seht. Und dann gibt es noch eine weitere Funktion, die ich euch einmal zeigen möchte. Und zwar hat das E-Bike auch eine Schiebehilfe. Das heißt, wenn ihr hier dieses Assist-Level auf 0 macht, so, und wenn ihr dann diese Minustaste hier gedrückt haltet, dann aktiviert die Schiebehilfe und dann beschleunigt das E-Bike bis auf, bei dem Modell ist es so 3,5 bis 4 km/h beschleunigt das E-Bike, nicht ganze 6. Aber so schiebt sich das E-Bike dann selbstständig nach vorne, wenn ihr es irgendwie einen steilen Berg oder so hochschieben möchtet. Ich persönlich habe diese Funktion in der Realität allerdings sowieso noch nie benutzt. Gucken wir uns mal so ein bisschen diese Variabilität dieses E-Bikes an. Also es ist ja ein Klapp-E-Bike. Schauen wir uns mal so die Klappmechanismen an. Was kann man hier alles zusammenklappen und so weiter. Und da starte ich einfach mal hier vorne direkt mit den Pedalen. Die kann man zum Glück einklappen, dafür einfach hier so reindrücken und dann runter oder hochklappen, wie ihr das gerne machen möchtet. Zum Auseinanderklappen müsst ihr auch einfach dann nur ziehen. So, ja, ein bisschen stramm das Ganze, muss man ein bisschen üben, aber wenn man es einmal gemacht hat, dann geht's. Hier oben ist der Klappmechanismus für den Hauptrahmen. Hier gibt es einmal so ein
Entsperrriegel, den einfach ziehen. Dann könnt ihr den Riegel nach vorne klappen, dann ist der Hauptrahmen hier entriegelt. Um das Ganze dann noch kompakter zu machen, könnt ihr natürlich hier die Sattelstütze mit dem Schnellspanner lösen und dann runterschieben. Auch ganz intuitiv. Dann gibt es hier vorne am Lenker auch noch einen Riegel. Ja, der hat keinen Entsperrriegel, den einfach ziehen. Geht auch ein bisschen stramm. So. Und jetzt ist es immer noch nicht entriegelt. Da müsst ihr den hier, also den Schnellspanner, noch einmal zur Seite schieben. Hier seht ihr nämlich auch so einen Pin. Zur Seite schieben, dass der Pin verschwindet. Und dann könnt ihr den ganzen Lenker auch einmal nach vorne runterklappen. Und dann sind wir immer noch nicht fertig. Dann können wir, wenn wir möchten, ich habe ein Foto für euch auf meinem Blog auch gemacht, wie das aussieht. Dann können wir den Lenker hier auch noch einmal entriegeln und hoch oder runter schieben. Das zeige ich euch auch jetzt noch einmal. Ich verriege das hier unten einmal. Das ist nämlich auch eine spannende Frage, die sicherlich einige Leute sich stellen, ob man auch den Lenker in der Höhe verstellen kann. Und das geht tatsächlich. Dafür hier einfach den Riegel öffnen. Jupp, dann geht er schon von alleine runter. Und ich zeige euch mal, also hier gibt es wirklich genug Spielraum, um das Ganze zu verstellen, so wie man es möchte. Und ja, ich habe das bei mir, keine Ahnung, auf 5 oder auf 6. Ist jetzt auch egal, ich mache es jetzt einfach mal wieder zu. So, auch den Lenker hier oben könnte man abnehmen, wenn man möchte. Auch hier ist ein Schnellspanner, den einfach hoch. Dann kann man den Lenker auch so drehen. Das braucht ihr allerdings in der Praxis natürlich absolut nicht. Das tut nicht Not. Eine weitere Funktion, die jetzt aber auch nicht so sinnbehaftet ist. Hier hinten, der Sattel hat hier auch so einen Hebel. Wenn ihr den zieht, dann könnt ihr den Sattel nach vorne klappen. Aber das bringt in der Realität gar nichts. Weil jetzt ist der Sattel höher als vorher. Das heißt, wenn ihr eine möglichst kompakte, niedrige Bauweise haben wollt, dann ist das tatsächlich so rum eigentlich schon am besten geeignet. Wo wir jetzt schon ganz hier hinten sind beim Sattel-Eimer, zeige ich euch auch mal hier nochmal den Akku hier. Und zwar gibt es hier drüben ja die Ladebuchse, die ist hier mit so einer Plastikabdeckung leicht anheben. Dann könnt ihr sie zur Seite wegdrehen. Da ist dann die Ladebuchse, da würdet ihr den Akku dann natürlich aufladen. So, einfach wieder vorgedreht. Hier oben könnt ihr euch auch noch einmal den Akkuzustand anzeigen lassen vom Akku. Ja, einmal raufdrücken und dann seht ihr es. Wir haben jetzt hier noch zwei Balken. Ja, ist jetzt nicht so genau. Also ich würde dann lieber immer hier oben auf dem Display nachschauen mit der ganz genauen Spannungsanzeige. Ja, zu den Gepäckträgern habe ich jetzt auch noch nicht so viel erzählt. Ja, das ist so ein Standard. Ich denke mal, Alu ist das Material hier. Standard Alu-Gepäckträger. Wenn ihr hier was festmachen möchtet, benötigt ihr noch Spanngurte, die sind nicht damit dabei. Aber ansonsten, ihr könnt hier alles Mögliche hier, habt ihr genug Möglichkeiten, irgendwie Spanngurte zu befestigen. Also das ist auch schon sehr ordentlich. Der macht auch einen ganz stabilen Eindruck. Also ich mache mir gar keine Sorgen, auch Lasten über 25 Kilogramm rauf zu tun. Das geht schon. Gucken wir uns einmal die Bremsen an. Ja, und da würde ich normalerweise sagen, ist das wieder so ein Kritikpunkt von mir. Es sind mechanische Scheibenbremsen. Ja, ihr wisst es ja, ich mag lieber die hydraulischen. Wir sind hier aber wirklich in einer sehr niedrigen Preisklasse. Immerhin haben wir hier eine elektronische Motorabschaltung. Das heißt, sobald ihr hier zieht, schaltet der Motor auch direkt ab. Das heißt, ihr habt hier kein Nachschieben irgendwie, wenn ihr mal eine Gefahrenbremsung macht. Finde ich immer ganz praktisch. Einige sagen, das sind potenzielle Fehlerquellen. Ja, stimmt natürlich auch. Je mehr hier verbaut ist, desto mehr kann natürlich auch kaputt gehen. Aber ich finde das eigentlich immer ganz nett, wenn sowas verbaut ist. Gucken wir uns mal hier vorne die Bremsscheiben an. Es sind vorne wie hinten 160 mm Bremsscheiben verbaut. Ja, auch hier wieder von No-Name-Hersteller. Hier steht einfach Speed drauf. Ich habe nichts zu dem Hersteller gefunden, also keine Ahnung. Ebenso wie die Reifen. Es sind ja hier die 20 Zoll Reifen verbaut in einer Breite von 3 Zoll. Es ist auch absoluter No-Name. Also hier gibt es keinen Hersteller, der hier irgendwie draufsteht oder so.
Ja, es sind All-Terrain-Reifen. So viel erkennt man hier nicht mehr, weil die schon ziemlich schmutzig sind. Bisher hier, ihr seht ja hier, wo ich hier gerade gefahren bin, so ein kleiner Trail, hier so ein Reiterweg sozusagen. Ja, man kann damit problemlos fahren. Ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass es halt wirklich absolute Billigreifen sind, dass man auf einem nassen Kopfsteinpflaster vielleicht schon mal irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein muss, wenn man fährt. Aber so weit geht das. Wie gesagt, das ist jetzt auch nur hier einmal die erste Bestandsaufnahme für euch. Alles Weitere sehen wir gleich im Fahrtest. Und ich würde sagen, die Schaltung habe ich noch gar nicht erklärt. Gucken wir uns nochmal die Schaltung an. Es ist eine Shimano-Schaltung, 7-Gang. Hier haben wir diesen Daumendrückern hier. Hier, wenn ihr hier drückt, schaltet ihr die Gänge hoch. Wenn ihr hier drückt, schaltet ihr die Gänge runter. Ja, aus der billigsten Shimano Tourneeserie. Aber schaltet absolut problemlos, kann man nichts zu sagen. Für Gelegenheitsfahrer reicht das absolut. Die Griffe sind ja so ein Hartgummi. Die haben aber zumindest diese Handbeinauflage, was ich sehr gerne mag. Die sind absolut in Ordnung. Mal schauen, wie sich das so auf Langzeiten so widerspiegeln wird, wie da so der Griffkomfort ist. Bisher finde ich das absolut in Ordnung. Den Sattel finde ich auch richtig geil. Also der ist so gut gefedert. Ich zeige euch das mal hier, wie weit man hier eindrücken kann. Also der passt bei mir sowieso. Aber ihr wisst ja, was den Sattel angeht, bin ich eh nicht so empfindlich. Gucken wir uns auch hier hinten noch einmal die Schaltung an. Also ihr seht es auch hier, die Shimano Tournee Schaltung. Auch hier die Kassette. Ja, das Billigste vom Billigsten natürlich. Immerhin eine einigermaßen vernünftige KMC-Kette. Wenn ihr das E-Bike kommt, auf jeden Fall unbedingt nochmal dran denken, die zu fetten und zu ölen. Aber ich würde mal sagen, jetzt habe ich soweit eigentlich einmal alles ganz gut abgefrühstückt. Die Federgabe kann ich euch auch noch einmal kurz zeigen. Ich würde mal sagen, was sind das? 60 mm Federweg. Die lässt sich jetzt auch nicht irgendwie verstellen oder so. Es ist eine ganz normale, günstige Stahlfedergabel. Die reicht aber absolut. Wie gesagt, ihr habt ja immer noch diese, zumindest von der Bauhöhe her, sehr fetten Reifen auch. Die schlucken auch schon einiges. Und die Federgabe tut dann nochmal ihr Übriges. Also in der Preisklasse, wo wir hier sind, wir sind jetzt bei, ich glaube, 800 Euro. Da kann man dann noch irgendwann nicht mehr erwarten. Ne? Muss man auch ganz klar so sagen. Okay Leute, also ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich einmal im Fahrtest und dann, bis gleich. Okay Leute, dann starten wir gleich mit dem Fahrtest mit dem OneSport OT16. Und ich möchte euch noch einmal kurz etwas mitteilen, was mir noch aufgefallen ist, was den Sattel angeht. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger mit dem E-Bike hier unterwegs gewesen. Und ich hatte mich ja über diese Funktion hier lustig gemacht, dass das ja gar nichts bringt. Naja, ich habe jetzt mittlerweile den Akku noch auch mal aufgeladen. Und diese Funktion hier bringt nämlich genau das, dass man den Akku hier oben entnehmen kann. Ich zeige euch das einmal von der Seite hier. So kann man den nach oben rausziehen. Der ist nämlich auch ziemlich lang. Und wenn wir den Sattel hier nämlich nach unten geklappt haben, dann ist er im Weg. Okay, das ist dann nämlich scheinbar auch der einzige Grund, weshalb wir hier diese Funktion verbaut haben. Mir ist dann allerdings auch noch aufgefallen, dass der hier ganz schön doll wackelt. Ich hoffe, es sieht und hört man. Ja, so ein kleines Verarbeitungsmängelchen hier, sage ich mal. Allgemein sind mir auch bei dem E-Bike hier so einige Sachen aufgefallen, die mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein und ich erzähle euch dann zwischendurch immer mal so, was mir denn hier so Negatives aufgefallen ist. Fange ich mal einfach ganz normal zu den Fahrstufen an, so wie ich das sonst hier auch immer mache. Wir haben hier drei Fahrstufen an der Zahl und die erste Fahrstufe beschleunigt uns bis auf 15 km/h, Fahrstufe 2 geht dann bis auf 20 km/h und Fahrstufe 3 geht dann bis auf 25 km/h hoch. Das Ganze in Kombination mit so einem Bewegungssensor oder auch Kadenzsensor genannt, je nachdem wie man möchte. Das heißt, egal wie doll ihr in die Pedale tretet, der Motor beschleunigt immer mit maximaler Kraft bis auf diese eingestellte Geschwindigkeit. Das bedeutet auch, ihr könnt im Prinzip einfach nur so tun, als wenn ihr tretet. Und das Ganze dann wie so eine Art Mofa fahren. Das einmal dazu. Wir werden uns nachher auch einmal am Berg angucken, wie kräftig dieser Motor ist. Das habe ich selber nämlich auch noch gar nicht ausprobiert. Bisher war ich ja nur für meinen Langstreckentest unterwegs, um herauszufinden, wie weit kommt man denn mit diesem Akku hier überhaupt.
Wir haben hier einen 48 Volt Akku mit 720 Wattstunden Kapazität. Laut OneSport sollen wir 70 bis, ich glaube, 100 Kilometer sogar erreichen können. Ja, also ich sag's euch ganz direkt. Ich habe ziemlich genau 70 Kilometer erreicht. Ich glaube 68 irgendwas war es nachher. Ja, so um den Dreh auf jeden Fall. Gefahren immer auf der höchsten Fahrstufe. Und natürlich im norddeutschen Flachland. Das heißt, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, wo ein paar mehr Berge sind, dann könnt ihr da, was die Reichweite angeht, natürlich einiges abziehen. Und ja, damit ihr das auf jeden Fall schon mal so gehört habt, das sind schon mal so die Rahmenbedingungen, mit denen wir uns hier ja geschlagen haben. Aber dann kommen auch schon so ein paar Kritikpunkte tatsächlich. Und ich muss sagen, ja, besonders auf Langfahrten, diese Griffe hier waren absolut gar nichts. Also die waren echt schrecklich. Wenn ihr euch dieses E-Bike hier kaufen solltet, wozu ich gleich auch nochmal komme, dann müssen hier auf jeden Fall neue Griffe rein. Ja, ich schalte mal hier ein bisschen hoch. Und ich mache jetzt nur mal leer pedalieren, damit ihr mal seht, wie schnell es hier beschleunigt. Also es ist schon gut. Den Motor merkt man als solcher. Also es hat eine gute Beschleunigungskraft, zumindest schon mal in der Ebene. Wo wir jetzt ein bisschen schneller hier unterwegs sind, kommen wir allerdings dann auch schon wieder zu meinem nächsten kleinen Kritikpunkt. Oder eher großen. Die Übersetzung ist ja ziemlich kurz gewählt. Ich werde hier gleich einmal drehen und dann mal meine Beine zeigen. Wenn ihr wirklich selber mittreten möchtet, dann müsst ihr wirklich ganz schön asten. Also es ist weit über einer 60er Trittfrequenz. Wir beschleunigen mal hier auf 25 km/h hoch und ich zeige mal meine Beine. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Also ich trete wirklich sehr schnell. Ich bin schon im höchsten Gang hier. Ja. Ja, also die Übersetzung hätte für mein Empfinden ein bisschen länger sein können. Ist hier leider ein bisschen sehr kurz geraten. Ansonsten so, ihr habt es ja gesehen, wir haben hier diese Einsteigerschaltung Shimano Tournee. Die Gänge schalten ordentlich. Und ihr wisst ja, wenn da was kaputt ist, kriegt ihr da auf jeden Fall auch immer Ersatzteil. Das ist gar kein Problem. Da braucht ihr gar keine Sorgen haben. Das sind ganz normale, ja, Fahrradstandardteile. Wobei wir uns allerdings ein bisschen Sorgen machen müssen. Und ich hoffe, das kann ich gleich auch noch einmal für euch aufnehmen, ist der Motor. Also ich hatte ja auch schon eingangs erwähnt, es gibt für diesen Motor wahrscheinlich keine richtigen Ersatzteile. Das heißt, kaputt ist kaputt. Und da müsst ihr das ganze Hinterrad wahrscheinlich neu kaufen. Und danke. Der ist sehr, sehr laut. Also er macht auch wirklich ein sehr, sehr lautes, schleifendes Geräusch. Das ist für mich wirklich nicht so vertrauenserweckend tatsächlich. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der es nicht lange mitmacht. Vielleicht 1.000-2.000 Kilometer, dann ist das Ding hinüber. Ja, ist auch so ein Kritikpunkt wieder. Ja, wir sind hier in der Preisklasse von 800 Euro. Aber es macht auf mich alles nicht gerade einen wirklich robusten Eindruck, wo man lange mit Spaß hat. Okay, gut, aber nur fürs Dokument, erstmal habt ihr das auch schon mal gehört, dass der Motor auch nicht gerade das Gelbe vom Ei ist. Ein weiterer Kritikpunkt, das hören wir uns mal hier drüben an. Hier klappert sehr, sehr viel. Wenn ich jetzt hier so drauf fahre, oder wir hören uns das doch gleich nochmal im Wald an. Also hier sind sehr, sehr viele Klappergeräusche bei diesem E-Bike. Was vorne das Schutzblech unter anderem angeht. Dann natürlich auch der Rahmen selber, der klappert auch. Wir haben hier diesen Faltrahmen. Da merkt man auch ganz klar, dass da auch ein bisschen Spiel drin ist. Was sich natürlich auch in, ja, Geräuschen niederschlägt. Also Verarbeitung ist auch nicht gerade auf dem höchsten Maß der Dinge. Ja, bin ich ganz ehrlich. So Leute, dann schauen wir uns jetzt auch einmal gemeinsam die Bremsen an von diesem E-Bike. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, das sind ja hier mechanische Scheibenbremsen, immer mit dieser Motorabschaltung. Und ich kann euch jetzt auch noch einmal kurz diese Motorabschaltung hier einmal kurz präsentieren. Also ich mache jetzt nur mal leer pedalieren. Wir werden jetzt nur durch den Motor angetrieben. Und wenn ihr jetzt nur noch die Bremse leicht antippt, dann merkt ihr, der Motor steigt sofort aus. Und ja, er schiebt nicht mehr nach. Und ich werde jetzt gleich mal das Gegenteil hier noch einmal kurz zeigen und einfach nur aufhören zu pedalieren. Und dann seht ihr, dass der Motor durchaus noch ein paar Umdrehungen nochmal nachschiebt. Dafür fahre ich mal hier auf diese Ebene. Dann erreichen wir 25 km/h, haben wir jetzt erreicht und ich höre jetzt auf und noch schiebt er und noch schiebt er und jetzt hat er aufgehört. Ja, dann schiebt er immer noch so eine halbe Sekunde oder eineinhalb Sekunden bis zwei Sekunden nach.
Das würde natürlich ohne Abschalten dazu führen, dass ihr einen längeren Bremsweg habt. Gerade mit diesen ja, relativ schwachen mechanischen Scheibenbremsen hier. Und ich würde mir sagen, wir schauen uns auch mal den Bremsweg an. Gucken wir hier mal eine geeignete Stelle aus, wo wir hier eine Markierung haben. Hier vorne liegt irgendwas auf dem Boden. Und dann machen wir jetzt mal eine Vollbremsung. So, also die Reifen oder vielmehr die Bremsen, die packen schon gut zu. Aber ihr müsst wirklich richtig doll mit den Händen drücken. Dann kriegt ihr natürlich das Hinterrad sowieso locker zum Blockieren. Das schafft jede Bremse. Ich habe hier hinten angefangen, wo hier das Moos sich aufgelöst hatte. Ich sag mal hier. Ich gehe jetzt mal hier 3,5 Meter sind das aber trotzdem. Gut, das ist jetzt hier nasser Asphalt. Wir haben ja hier auch kein Straßenprofil. Auf ja, trockenen Untergrund wäre es natürlich ein bisschen kürzer. Ja, das ist natürlich auch wieder dieser Preisklasse hier zuzuschreiben. Für 800 Euro, da kriegen wir halt auch keine vernünftigen hydraulischen Scheibenbremsen. Da müssen wir uns mit sowas hier begnügen. Also es funktioniert ja vom Ding her, aber also ich benutze wirklich alle vier Finger, um hier zu bremsen, damit ich hier die Verzögerung erreichen kann. Damit ihr das auch schon mal gehört habt. Aber gut, das wird euch mit Sicherheit ja auch klar sein, wenn ihr jetzt in dieser niedrigen Preisklasse etwas kauft, dass man da halt auch Abstriche machen muss. Ich würde mal sagen, wir fahren mal hier diesen kleinen Weg hier wieder lang. Das ist, denke ich, mal ein bisschen spannender, als hier die ganze Zeit die Straße lang zu fahren. Hier ist auch noch mal ein bisschen schön matschig. Hier können wir uns noch mal die Reifen angucken. Und da habt ihr gerade gesehen, also ich bin auch mit diesen Reifen tatsächlich vorne weggerutscht gerade. Ja, und das ist halt die Frage, womit ich jetzt auch die Überleitung mache. Es ist ja kein richtiges Fatbike. Und wenn ihr jetzt ein vernünftiges Fatbike haben möchtet, würdet ihr euch ja dieses E-Bike hier wahrscheinlich nicht kaufen. Aber wenn ihr ein kompaktes Club-E-Bike haben möchtet, würdet ihr euch ja mit Sicherheit auch nicht so ein Bike kaufen, was der dann doch wieder verhältnismäßig dicke und schwere Reifen hat. Deshalb bin ich mir auch noch nicht sicher, wer hier wirklich die richtige Zielgruppe sein soll. Und boah, ja, ihr seht es ja, also die Reifen sind wirklich nicht gut. Das ist jetzt zwar wirklich unfair, mit einem normalen Club-E-Bike würde man hier wahrscheinlich noch mehr Schwierigkeiten haben. Aber es erfüllt nicht den Zweck, den es erfüllen soll. Und von dem her sind die Reifen für mich jetzt eigentlich auch schon wieder ein Kritikpunkt, was die Bodenhaftung gerade so beim Matsch und Nässe angeht. Ist nicht so der Bringer. Da gibt es deutlich bessere Wettbewerber, würde ich mal sagen, oder Konkurrenten. Wenn wir jetzt sagen, wir sind ja hier sowieso illegal unterwegs mit dem 350 Watt Motor, dann könnte man auch mal einen Blick auf das Engwe X20 werfen, welches ich ja vor kurzem auch vorgestellt habe. Das ist da definitiv die bessere Wahl. Ja, schaut euch das Video sonst auch mal an, wenn ihr das gerne sehen möchtet. Aber bleiben wir jetzt mal bei dem OT16. Also Reifen sind meiner Meinung nach auch durchgefallen. Die Beleuchtung, ich habe mir die jetzt auch noch mal bei Nacht angesehen. Ja, man selber wird gesehen, aber wie ich es ja auch schon prophezeit hatte, die Ausleuchtung ist davon jetzt auch nicht so doll. Erfüllt zumindest die Anforderung, sage ich mal, des Straßenverkehrs. Die leuchten aber auch keine Kennzeichen oder so, wie es eigentlich sein müsste. Das haben auch die wenigsten China-E-Bikes. Das bemänge ich dahingehend auch gar nicht, weil es sowieso niemanden interessiert. Gut, ihr werdet gesehen, ihr habt genug Reflektoren und alles, aber es war es dann auch schon. So Leute, dann versuchen wir jetzt hier mal den ja, berühmt-berüchtigten Berg hier hochzukommen bei mir in der Umgebung. Ich bin mal gespannt, ob der Motor es schafft. Also wir haben hier immerhin 350 Watt Motor, aber das allein hat halt auch nicht so viel zu sagen. Wir brauchen ja noch das entsprechende Drehmoment, um den Berg hier zu erklimmen. Ich würde mal sagen, zu den Rahmenbedingungen, ich schalte hier gleich einfach mal so auf den zweiten, ersten Gang runter. Ja, bei der Motorunterstützung sind wir natürlich auf dem höchsten Gang hier gleich unterwegs. Und dann gucken wir mal, ob der Motor das ganz alleine schafft. Ich werde nur mit Pseudo-Pedalieren versuchen, erstmal hochzukommen. So, und ich gebe jetzt einfach mal Vollgas. Mal schauen, ob wir überhaupt noch beschleunigen können. So. Ja, aber ich merke jetzt schon, dass die Motor jetzt schon die Puste hier komplett ausgeht. So, also jetzt mit Pseudo-Pedalieren ist hier auch schon vorbei. Na gut, 8 km/h mit Pseudo-Pedalieren. Also ich versuche mal ein bisschen mitzutreten, aber das, oh Gott, das selbst mit Mittreten ist das schon viel zu schwierig.
Ja, also jetzt müsste ich auf jeden Fall aus dem Sattel schon rausgehen. Ja gut, also im Bergtest hat das E-Bike auf jeden Fall nicht bestanden. Da habt ihr jetzt auch mal so einen Eindruck hier. Die letzten Male habe ich das ja nicht mehr so oft gemacht, hier diesen Test hier. Da habt ihr mal so einen Eindruck, was die anderen E-Bikes geleistet haben, um das überhaupt hier hochzuschaffen. Jedenfalls die, die es geschafft haben. Ich versuche jetzt hier mal aufzusteigen. So hoch sind wir zum Glück auch gar nicht gekommen, dass es so steil hier ist. So. Gut, ich sitze wieder drauf. Also den Test haben wir auf jeden Fall nicht bestanden. Ja, war eigentlich auch zu erwarten. Na klar, ein klein wenig Hoffnung hatte ich, weil wir in der Ebene eigentlich doch schon relativ gut beschleunigen immer. Jetzt sind wir auch wieder hier unten angekommen. Ja, okay, gut. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Szene. So Leute, dann fahren wir jetzt hier nochmal diesen kleinen Waldweg hier lang. Und da wollte ich euch einfach nochmal zeigen, wie man hier jetzt so ganz entspannt und lässig hier so einen kleinen Trail hier auch mal mitnehmen kann. Bietet sich hier gerade an, habe ich eigentlich gar nicht geplant. Da fahren wir hier mal lang, obwohl das ziemlich langweilig aussieht, aber dann seht ihr hier mal so ein bisschen was. Und ja, ich wollte euch einfach nochmal zeigen, wie das hier so funktioniert mit dem Bike. Wir haben ja hier immer 3 Zoll breite Fettreifen, es sind ja keine kompletten 4 Zoll Reifen drauf. Aber auch wenn wir jetzt hier mal so über diesen Ast hier rüberfahren, man merkt natürlich einen deutlichen Schlag. Und fahren wir auch mal hier lang. Also ich war jetzt tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr unterwegs. Man merkt es jetzt, wenn man im ganz, ganz matschigen Gelände unterwegs ist, da fangen die Räder dann doch ein bisschen an zu rutschen. Gut, für sowas ist dieses Bike hier eigentlich auch nicht gedacht. Aber ja, es macht schon Spaß. Man kommt vorwärts, also die Reifen als solches. Ja, ihr wisst ja, das sind absolute No-Name-Reifen. Okay, hier kommen wir jetzt nicht rüber, hier müssen wir auch kurz rübertragen. Das sind ja absolute No-Name-Reifen. Ist natürlich jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es langt. Also niemand würde jetzt mit Vollgas sich so ein Teil hier kaufen, um dann mit Vollgas irgendwelche Trails lang zu heizen. Dafür ist es ja jetzt nicht unbedingt geeignet. Aber hier so, wenn man mal sagt, im Alltag muss man mal kurz durch den Wald durchfahren, dann geht das hier mit. Ja, hier haben die Leute das einfach mit Absicht zugesperrt, hier die ganzen Wege. Echt schade. Jetzt sind wir hier wieder auf dem normalen Wanderweg hier unterwegs. Ja, also ihr habt gesehen, man kann mit den Reifen hier durchaus fahren. Die Federgabel ist natürlich auch nicht das geilste. Wir haben hier 60 mm Federweg nur. Und auch das ist wieder eine billige No-Name-Stahlfedergabel. Also das ganze E-Bike ist, meiner Meinung nach, ist es dafür da, wenn man einfach für 2 Jahre irgendwas Billiges haben will, dann kauft man sich das. Und wenn es dann nach 2 Jahren Schrott ist, dann wirft man es weg und kauft sich ein neues einfach. Oder wenn man einfach mal ausprobieren möchte, ob so ein E-Bike überhaupt was für einen ist, dann kann man das durchaus mal machen. Aber ich bin ganz ehrlich, es gibt deutlich bessere Optionen im Markt. Unter anderem zum Beispiel würde ich das Engwe Engine X tatsächlich empfehlen. Das fahre ich auch privat. Aber ja, wir biegen hier auch noch mal kurz ab. Oder wir fahren hier mal diesen Straßenweg hier wieder weiter. Ja, dann kann ich noch mal so ein bisschen was hier erzählen. Was ich auch noch gar nicht erzählt hatte, hier ist ja wieder ein loses Kabel hängt hier. Dieses E-Bike hier kann auch mit einem Gasgriff ausgestattet werden. Das heißt, es ist ja sowieso in Deutschland gar nicht legal fahrbar aufgrund des 53 Watt Motors. Und dann können wir, wenn wir wollen, auch einfach noch einen Gasgriff hier montieren. Und dann können wir komplett voll elektrisch im Moped-Modus damit fahren. Ist ja sicherlich auch für den einen oder anderen interessant, der das gerne mal ausprobieren möchte. Ja, nur damit ihr es auch mal gehört habt, das habe ich nämlich auch ganz vergessen zu erzählen. So Leute, jetzt fahren wir hier nochmal durch so eine richtige Matschgrube hier. Mal schauen, ob wir hier durchkommen. Ich hoffe nicht, dass ich absteigen muss. Ja, also wir kommen hier tatsächlich durch. Also ich sag mal so, mit einem normalen Fahrrad würde man hier definitiv niemals durchkommen. Auch nicht mit einem normalen E-Bike. Das klappt so gesehen eigentlich schon ganz gut. Ja, jetzt sind wir fast stecken geblieben, aber es schlägt sich doch ganz gut. Boah. Ihr müsst bei sowas auch immer aufpassen. Das merke ich nämlich an meinem Popo. Das Hinterrad dreht natürlich durch, will nach vorne schieben.
Es kann auch durchaus mal passieren, wenn ihr sowas hier macht, deswegen auch lieber langsamer fahren dann nur, dass euch da mal das Hinterrad wirklich überholt. Dass das wirklich so durchdreht, hinten wegschleudert, dass ihr dann richtig auf die Schnauze fallt. Gut, das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Ja, wir sind durch die Matsche durchgekommen. Aber wie gesagt, mit einem normalen Fatbike würde das Ganze noch deutlich sicherer funktionieren, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch gar keinen Bock, das gleich wieder alles hier sauber zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war vielleicht auch ein Fehler, den ich nachher bereuen werde. Für euch bin ich jetzt noch einmal hier durchgefahren. Nochmal ganz spontan. Und ja, ich würde sagen, wir gehen gleich mal zum Fazit über. Und dann erzähle ich euch da nochmal ein bisschen was zu diesem E-Bike. So Leute, dann erzähle ich euch jetzt hier auf diesem relativ gemütlichen Feldweg hier mal, wie dann so mein Fazit zu dem OneSport OT16 ausfällt. Und ich muss sagen, ich gehe da mit gemischten Gefühlen an die Sache ran. Wirklich mit gutem Gewissen kann ich dieses E-Bike hier tatsächlich nicht weiterempfehlen. Ich würde es tatsächlich kurz halten und sagen, wenn ihr einfach nur ein E-Bike für ein Jahr haben wollt, für wenig Geld, für 800 Euro oder so, wo es dann auch nicht so schlimm ist, wenn es nachher dann die ganze Zeit nur im Schuppen steht, weil keiner damit fahren möchte, dann kauft euch das, dann ist es besser, als wenn ihr 3000 Euro in der Garage stehen habt und damit nicht fahrt. Dann ist alles in Ordnung, aber ansonsten würde ich wirklich sagen, nehmt 400, 500 Euro mehr in die Hand und kauft euch dann was Vernünftiges im Einsteigersegment. Also ich hatte ja bereits schon erwähnt, das Engwe X20 ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Wenn ihr legal unterwegs sein möchtet, dann vielleicht auch lieber das Engwe Engine X. Das fahre ich ja privat auch sehr, sehr gerne. Das kostet, glaube ich, 1200 oder 1300 Euro. Das ist schon alles wertiger, verbauter. Da habt ihr mit Sicherheit auch einen Langzeitspaß. Da steckt auch ein vernünftiger Hersteller hinter, der jetzt auch schon seit mehreren Jahren etabliert ist. Bei OneSport weiß man überhaupt gar nicht, wer da überhaupt hintersteckt. Und wenn das Unternehmen irgendwie nach, keine Ahnung, ein Jahr keinen Bock mehr auf E-Bikes hat, dann bekommt ihr auch keine Ersatzteile mehr. Und dann habt ihr da auch schon wieder das nächste Problem. Natürlich hat das positive und negative Sachen, dieses E-Bike hier. Zu den positiven würde ich sagen, dass der Motor zumindest in der Ebene vernünftig anschiebt. Dass wir mit 70 Kilometern auch eine akzeptable Reichweite haben für ein Club-E-Bike, ja. Und es fährt sich als solches, fährt es sich schon einigermaßen komfortabel. Die Reifen sind okay für den Fahrkomfort. Ihr habt es ja immer im Video gesehen, den Grip haben sie nicht allzu sehr. Wir sind trotzdem durch ganz gute Matschpfützen durchgekommen. Den Sattel finde ich sehr, sehr gut. Der ist ja auch einigermaßen gefedert. Ja, Lenkergriffe sind natürlich wieder Ansichtssache. Mir sind die ein bisschen zu hart gewesen, gerade auf Langstrecken. Jetzt, wenn man nur so eine Stunde oder zwei Stunden unterwegs ist, dann geht das wieder, dann ist das wieder in Ordnung. Die Bremsen bringen einen zum Stehen, ist natürlich auch nicht das Beste vom Besten, ganz klar. Die Schaltung ist absolut solide, habe ich euch ja bereits schon erzählt. Die wird auch an einigermaßen, teureren E-Bikes, aber die findet man eigentlich an allen E-Bikes so im Preisbereich bis 1000 Euro. Daran gibt es auch absolut nichts auszusetzen. Das ist schon in Ordnung soweit. Ja, ansonsten so die Verarbeitung, ich habe euch ja gezeigt, der Sattel klappert sehr, sehr doll. Der Rahmen klappert, die Schutzbleche, alles vorne klappert. Also eine ziemliche Klapperkiste, aber es fährt zumindest. Das ist auch nochmal ein positiver Aspekt an dem E-Bike. Beleuchtung ist soweit auch alles vorhanden, was man braucht, um einigermaßen sicher unterwegs zu sein. Man wird jetzt nicht übersehen oder so. Wenn man selber eine gute Ausleuchtung für den Fahrweg haben möchte, dann sollte man auch hier natürlich dann vielleicht lieber nochmal entweder direkt was Besseres kaufen oder noch eine Akkubeleuchtung oder ähnliches dazu installieren. Was ich euch auf jeden Fall in einem weiteren Video noch einmal vorstellen möchte, ist der Bordcomputer. Den zeige ich euch auch nochmal. Der ist auch noch in einigen anderen E-Bikes auch noch verbaut. Hier kann man noch so ein bisschen was einstellen. Auch wie man den Gasgriff hier montiert. Ich zeige euch hier nochmal das Kabel. Das zeige ich euch auch nochmal in einem extra Video. Falls jemand daran irgendwie Interesse hat, das mal zu sehen. Und ich wüsste gar nicht, was es jetzt noch großartig zu erzählen gibt. Ihr habt ja mein Fazit gehört. Ihr habt selber das Video auch gesehen. Bildet euch eure eigene Meinung. Und falls ihr noch Fragen zu diesem E-Bike habt,
dann fragt mich auch gerne in den Kommentaren. Ich zeige euch das E-Bike auch einfach noch einmal im Kompletten. Dafür halte ich mal hier an, damit ihr es auch immer komplett seht. Ja, ich dachte tatsächlich, es sieht schlimmer aus nach der Ausfahrt gerade. Aber ja, so sieht das Onesport OT16 im Kompletten aus. Ja, es ist jetzt kein schlechtes, aber auch kein wirklich gutes E-Bike. Ihr bekommt das fürs Geld, ja, was ihr bezahlt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.